sind auf dem Weg nach Memoria City. Ist echt nicht schlecht, kannst du ja nicht sagen. Also ist ja schon ordentlich. Also ist ja schon übel. Ah, ein fettes Mirapla, Hilfe! Ah, noch ein fettes, nee, ein kleines Mirapla ist in Ordnung. Also, man kann nicht mehr sagen, was du willst, aber das sieht unanständig aus. Es tut mir jetzt mal ganz leid, aber... Und es zittert so. Habt ihr gesehen, wie... Also jetzt... Wow, okay, alles klar. Ich will nur mal erwähnt haben, dass so ein Kokuna aus dem Gras guckend nicht ganz so jugendfrei aussieht. Alter, das ist ja das riesige Mirapla, ey. Huh, kleines Pikachu. Kann ich nicht widerstehen. Also, ich tue mir leid, aber... Oh, es ist winzig. Ist das süß? Ne? Also so ein Saftkorn geht ja noch, klar. Aber so ein... Also ein Kokuna, das ist aus dem Gras. Von hinten. Und dann wackelt das auch noch so. Und hallo an alle, die neu einschalten. Das ist ja wirklich winzig, wie süß. Ich will ein Bisasam. Gib mir ein Bisasam. Komm schon. Ich bleib jetzt hier so lange stehen, bis eins auftaucht. Bibo und Smetbo haben nur eine 1% Chance. Das ist traurig. Was war das für ein Geräusch? Das war ein Saftkorn. Man erkennt ja die Pokémon auch an ihren Geräuschen. Nicht da reinrennen. Soll ich das Log-Parfüm mal einsetzen, wenn wir neue Bälle gekauft haben? Guck doch mal. Es kann mir doch keiner... Das ist doch wirklich nicht schön. Guckt das doch mal. Oh mein Gott, das ist... Pass mal auf, bis es gleich wieder so komisch... Ja, da vibriert es wieder so komisch. Das ist doch nicht schön. Das ist doch nicht... Also komm schon. Also auf Tumblr kannst du das jetzt nicht hochladen. Das ist vorbei. Ich geh jetzt. Hi. Hey, warte, wo willst du denn so eigentlich hin? Ich will dich bekämpfen. Okay, wir kämpfen gegen Max und Max setzt seinen Saftkorn ein. Wobei, wenn wir sagen, dass Kokuna aussieht wie... Dann könnte Saftkorn so von der Form nur mal so mit ganz viel Fantasie... Was that intended? Du bist voll stark. Okay, cool. Boah, das ist wieder ein großes Pikachu. Ich gehe jetzt einfach weiter erstmal. Ich brauche erst mehr Pokébälle, dann gehen wir wieder hier rein. Oh, hi, was geht? Wer sind Sie? Warum sind Sie so fesch angezogen? Je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Okay, alles klar. Das kenne ich zwar als anderen Begriff, aber in Ordnung. Es gibt auch einige Pokémon, die ausschließlich in Höhlen oder Wäldern leben. Wenn du viele verschiedene Pokémon willst, musst du dich überall gründlich umsehen. Alles klar, Mann. Das hätte ich jetzt nie gewusst. Hi, was geht? Ja, du hast ja bestimmt schon mal kreuz am Wegesrand bemerkt, oder? Wie ich höre, kann man sie mit der geheimen Technik Spaltschnitt zerschneiden und so den Weg freiräumen. Früher, als ich noch jung war, nannte man das Zerschneider. Alles klar. Tschüss. Seltsamerweise können sowohl Saftkorn und Kokuna Fadenschuss. Na, wir könnten jetzt über diese Tatsache reden, dass das voll okay ist und nicht seltsamer, weil, dass ich sage gar nichts. Ich rede lieber nicht weiter. Oh, du kommst mir gerufen. Ich weiß nicht mehr, wie ich den... du kommst ja mir gerufen. Ich vergesse mal, wie ich ihn geredet habe. Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Doktor? Man kann gegen superstarke Trainer antreten. Ich kann nicht... Ich weiß nicht, warum ich nicht auf Anhieb auf seine Stimme switchen kann. Oh, der war irgendwie ein bisschen nö. Wie hat er nochmal geredet? Das war der Mann... So habe ich den geredet. Ich weiß nicht, warum ich das nicht auf Anhieb machen kann. Seine Stimmfarbe muss das Zack gehen. Da kann man gegen einen super starken Trainer antreten, den sogenannten Arena-Leiter. Gegen einen Arena-Leiter zu kämpfen, ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg dran vorbei. Schau mal, Pikachu ist schon ganz heiß auf einen Arena-Kampf. Oh, plötzlich habe ich eine Katze im Gesicht. Was ist denn da passiert?
Onkel Toasty, vielen herzlichen Dank für die Abonnation mit der Twitch Prime Subscription. Du weißt schon Bescheid, viel Spaß hier. Stimmt doch, oder Pikachu? Das ist echt toll. Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch hier. Cool, 5 Tränke, dankeschön. Ich war in Spendierlaune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen sie dir dabei, den Arena-Leiter zu besiegen. Das ist nämlich ein echt wichtiger Schritt auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Also viel Glück gespart, ihr schafft das. Derp, derp, derp. Das ist dein Rivalis, also komm mit der Frosch. Sad but true. Pika. Ich möchte wieder, dass mein Mew mir hinterherfliegt, weil es einfach wunderschön ist. Miau, 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 miau. 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 Ich liebe Mew. Miau, miau. Alter, das war doch in Pokémon Safari einfach das beste Gefühl ever. Wie es um ihn herumgeflogen ist. Für die meisten Leute hier in Memoria City ist das Training für Pokémon nur ein Hobby. So wie für die Käfersammler. Aber Arena-Leiter Rock ist da ganz anders. Okay, cool, danke schön. Ich bin gegen die Tür gelaufen. Bubidubu, hi. Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Du siehst genauso aus wie die in Batania City. Wir sind alles Zwillinge. Klontechnik, ich sag's Klontechnik. Bling, 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 bling. Hui. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Schwester Joy, heile mich von der Leidenschaft, die mich so schafft. Oh Rocky, wenn Liebe strafbar ist, dann sperr mich jetzt ein. Ich sitze die Strafe ab. Ich bin verknallt, bin im Fieber. Diese Superschwester verlasse ich nie wieder. Wenn sie am Bett sitzt, teilt sie, das weiß sie. Tut mir leid, Pokémon-Lieder stuck to my head. Was? Team Rocket ist auf dem Mondberg. Ich telefoniere gerade, störe mich nicht. Okay, hallo. Was ist denn wieder so eine Göre? Roku, der Arena-Leiter von Memoria City, ist ein Profi im Umgang mit Gesteins-Pokémon. Wenn du dir einen Vorteil gegen sie verschaffen willst, solltest du Attacken vom Typ Pflanze oder Wasser einsetzen. Du musst dir die Wechselwirkung zwischen den Typen gut einprägen, wenn du gegen einen Arena-Leiter bestehen willst. Ich hab Doppelkick, Bitch! Doppelkick in your face. Da wird gerade gezockt. Hallo! Ich glaube, auf 500 kriegst du bei mir eine Tüte der knusprigsten Knabbereien, die Kanto je gesehen hat. Die Marmoria-Cracker. So beliebt, dass ich täglich nur eine pro Nase verkaufen kann. Interessant am Knuspergenuss? Ich hab leider kein Geld. Schade, dann beim nächsten Mal. Almosen für die Armen. Almosen. Ich möchte unbedingt ein Pikachu und tausche mein Pipi dafür. Die tauscht ihren Pipi dafür? Ich dachte, das ist ein Mädchen. Hallo. Ich habe hier Pokémon mit dem Mädchen hier. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das ein Mädchen ist. Und ich habe zwei Pikachu, deswegen mache ich mir nichts aus, eines zu tauschen. Ich habe ganz viele Pikachus. Ich will aber nicht ihr Pipi haben. Das finde ich ein bisschen eklig. Ist ja die Frage, ihren Pipi oder ihr Pipi? Also es kann halt sein, dass ich irgendwie so eine Tüte mit gelber Flüssigkeit kriege. Oder irgendwas anderes, was ich aber gar nicht näher... Hallo Oma! Mit Geld sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokebälle zu kaufen. Ja, hab ich gemacht. Warum gibt ihr mir dann kein Geld? Okay, ich geh jetzt weiter. So. Hi, kleiner... Nidoran, sitz! Klappt nicht so anscheinend. Hallo. Ja, haben unser Pokémon per Pause erhalten und kommen nur schwer mit ihm zurecht. Es kommt beim Training zwar recht schnell voran, doch schwache Trainer gehorcht es nicht, wenn wir nur ein paar Orden hätten. Ah ja, I remember. Nur die mit Hani niemals ihr Pipi tauschen. Ist doch wahr, die hat damit angefangen. Das war nicht meine Schuld. Wo fliegst du hin? Miau. Was ist hier? Ist das ein Blumenbattle? Gibt es hier ein Blumenbattle? Hast du eine Ahnung, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Lockparfüm, um wilde Pokémon zu meinen Blumen zu locken. Okay. Weißt du, was ich hier mache? Ja. Gut, ich schufte hier nämlich ganz schön. Die Arbeit will heute einfach kein Ende nehmen. Wow, ihr seid ja übelst krass drauf. Weil hier sind nämlich gar keine Pokémon, ihr Lutscher. Nicht ein einziges. Hi, Duda. Was ist für ein Museum? Nein. Oder solltest du da unbedingt mal hin? Nein, danke. Hi, was geht bei Ihnen? Oh, so schön kühl. Es ist echt ein Segen, dass Memoria City im Schatten eines Berges liegt. Hier ist es immer so schön angenehm frisch. Hallo, Hagrid. Kleinstein. Klein, klein. Das ist ein Smetbo.
Oh, was ist los? Nicht los? Mio hat unter der Pflanze etwas gefunden. Eine Nana-Birre. Na. Oh, danke schön. Piep, piep. Mein Flatti findet immer tolle Sachen für mich, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Das ist schon cool. Gehen wir mal Hausfriedensbruch machen. Du musst bei dem Mann auch mal Nein klicken. Okay, machen wir. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn du sie mit dem Pokéball genau in der Mitte triffst. Ach nee, ernsthaft. Ich sag's nur, Erfahrung erlernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen allerdings... Wer bist du? Warum bist du in meinem Haus? Sie haben mir gerade was über Attacken sagen wollen. Ach ja, du bist's. Na? Okay, danke. Ja, so TMs sind toll. Gut, dann schauen wir doch mal... Dann schauen wir doch mal, was der Typ da in Wirklichkeit macht. Wenn sie Lockduft versprüht, was machst du dann? Weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um wilde Pokémon von meinen Blumen fernzuhalten. Oh nein! So funktioniert das dann aber nicht. Das cancelt sich gegenseitig aus. Ihr seid so doof. Hey, Moment, ich brauche mehr Pokébälle. Ich habe nicht genügend Geld, um mir viele Pokébälle zu kaufen. Das ist ja voll traurig. Ich darf nicht so viele Pokébälle verschwenden. Wow, es ist schön gestaltet. Willkommen. Für Kinderbetritte Eintritt für die 50 Pokédollar. Ja, hier hast du auf 50 Geld. Ein Pommes 1 Euro. Nee, danke, kein Pommes für mich. Dankeschön. Tschüss. Cool. Kabutops. Das ist ein seltenes urzeitliches Pokémon-Fossil. Klauen und dann wieder zum Leben erwecken. Ui, was ist los? Mew freut sich darüber, dass du es angesprochen hast. Schön, ich wollte mit dem Mann reden, aber ist egal. Ich bin ja so dankbar, dass ich dich noch nicht so weit mit meinen Augen sehen darf. Aber du trägst eine Brille, das sind gar nicht deine eigenen Augen. Cool, ein Aerodactyl-Fossil. Hey, Moment. Ich erinnere mich, dass ich ein Aerodactyl-Fossil mit mir herumgeschleppt habe. So groß ist das? Okay, alles klar. Jetzt weiß ich auch, warum ich immer so traurig aussah. Mondbergfossilien. Ha, 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 ha. Pummeluff. Immer wenn ich den Mondberg höre, muss ich an Pummeluff denken. So, hi, was geht hier? Hi. Ein Mondstein. Ich frag mich, was daran so besonders sein soll. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Gab's nicht auch irgendwie so ein Lied mit dem Mondberg? Irgendwas Pokémon, was so... Ich weiß nicht, die ganzen Pokémon-Lieder kenne ich teilweise alle nicht mehr. Vergesst Lord Helix. Kaputops ist der wahre King. Ein Mondstein. Cool. Gibt's hier Führungen? Der Ausstellung für diesen Monat dreht sich alles um Thema Raumfahrt. Okay. Eine Kugel. Das ist unsere Weltraumplanetenkartentyp. Hi. Ich hätte gerne ein Pikachu, das ist so furchtbar süß. Fängst du mir eins, Papa, bitte? Ja, ein Pikachu. Ich besorg dir eins, versprochen. Also ich hab da eins. Ich würde ja, ne, und so. Ich will da durchgucken. Lass mich da durchgucken. Du linst durch das Mikroskop. Was für schöne Kristalle. Das hätte man auch visualisieren können. Damals hat sich der erste Mensch seinen Fuß auf dem Mond. Und nun, viele Jahrzehnte später, steht als nächstes Ziel der weit entfernte rote Planet an. Ach ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es Neues zum Thema Weltraum gibt. Ja, aber passt auf, dass du Scheibenwischer an die Linsen bei deinem Mars-Mobil anbringst, damit du dann nicht so ein hässliches Bild hast. Eine Raumfähre, you don't say. Oh, ist das schön gemacht. Ja, im Pummeluff-Song ist dieses mit dir steht der Mondberg so stumm. Aber ich dachte, es gab eigentlich ein pures Mondberglied. Wenn ich mich richtig erinnere. Oh nein, das Museum wird von Drillingen geleitet. Ist wirklich so. Bis ans Ende der Zeit.
Wir bleiben zusammen, das weiß ich genau. Denn jetzt und alle Zeit sind wir zwei bereit. Gemeinsam bis ans Ende der Welt.